Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die genauen Mengenangaben und den Link zum Vanilleextrakt findet ihr in meiner Infobox. Die zimmerwarme Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig rühren. Besucht mich auch gerne auf Instagram und Facebook. Die Links dafür sind auch in meiner Infobox. Nun den Teelöffel Vanilleextrakt untermixen. Anschließend kommt der Topfen dazu. Nun mixen wir zuerst das erste Päckchen Vanillepuddingpulver dazu und anschließend das zweite. Das Mehl wird auch auf zweimal dazu geknetet. Das könnt ihr jetzt entweder mit den Händen verkneten oder so wie ich einfach mit den Knethaken. Der Teig sollte jetzt für mindestens eine halbe Stunde kühl gestellt werden. In der Zeit bereiten wir unsere Zucker-Zimt-Mischung vor. Ungefähr Teelöffel große Kugeln formen. Die Kugeln etwas platt drücken und in der Zimt-Zucker-Mischung wälzen. In der Zeit, in der unsere Dahler im Backrohr sind, stellen wir den Teig wieder in den Kühlschrank. Bei 160 Grad Umluft für 20 Minuten backen. So sehen nun unsere fertig gebackenen Dahler aus. Ich hoffe, euch hat mein Video wieder gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, eure Kathi.